Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück zu Total War Arena. Ja, ihr wolltet unbedingt ein Replay sehen, wo ich mit Julius Caesar und reinen Schwertkämpfern kämpfe und ich habe diverseste Gefechte ausprobiert, unterschiedliche Strategien, offensiv, defensiv, unterstützend und ich kam zu dem Schluss, aufgrund jetzt dieses aktuellen Replays, das ich euch heute zeigen möchte, dass ein unterstützend defensiver Julius Caesar höchstwahrscheinlich die beste Spielweise ist. Ist natürlich kartenabhängig, aber auf so Maps wie Oase, auf so Maps wie Teutoburger Wald, wird hier definitiv was gehen. Und ich würde einfach am besten mal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Meine Einheit war nicht vollständig entstockt. Ich war zu dem Zeitpunkt hier noch auf der robusten Lorica Hamata. Habe nach dem Gefecht mir jetzt hier die augusteische Lorica Hamata frei gespielt. Also die war noch nicht dabei. Also wir spielen hier immer noch mit dieser hier. Und ich würde einfach mal sagen, wir gucken jetzt hinein und hoffen, dass nicht allzu viele Replay-Fehler mit am Start sind. So, und damit sind wir jetzt hier auf Oase. Und mein Plan war es hier, erstmal unsere verbündeten Nahkämpfer zu unterstützen. Ich hatte mir hier diesen Spieler hier ausgesucht gehabt mit seinen gepanzerten Legionären. Zu dem Zeitpunkt habe ich ja meine Buffs noch nicht angemacht, weil ich mir gedacht habe, komm, das sparst du dir, ist momentan eh noch kein Gegner da und du willst eh nicht besonders weit weglaufen, weil wir haben einiges an Artillerie, 3 Stück auf unserer Seite. Der Gegner hat allerdings 2, was wir zu diesem Zeitpunkt noch nicht wussten. Ich habe mich dann allerdings relativ schnell umorientiert, denn ihr seht, ne, also wir spielen hier ein sehr, sehr defensives Spiel und das kam mir hier auch sehr, sehr gelegen. Entwickelte sich eher so ein bisschen zufällig, denn die meisten unserer Nahkämpfer, ja, haben sich hier abgestellt, um die Artillerien zu verteidigen, um den Cap zu verteidigen, was auf dieser Map hier meiner Erfahrung nach meistens auch eine ziemlich gute Idee ist. Und so hatte ich mir gedacht, komm, verteidigst du mal hier diesen Bogenschützen, das ist immerhin der einzige, den wir haben. Und die Gegner hatten auch nur einen, also ist jeder Bogenschütze, den man hat, wirklich Gold wert. In der Zwischenzeit hatte sich hier auf der, ja, südlichen Seite oder man könnte auch sagen der westlichen Seite, hier auf jeden Fall am Wasser, ein Nahkampf zwischen einem gegnerischen Andartes-Schwertern, also einem Barbaren Vercingetorix, und einem verbündeten Julius Caesar mit Kriegshunden der Premium-Einheit auf Tier 8 entbrannt. Und unser Bogenschütze sah sich hier anscheinend irgendwie genötigt vorzurücken und wollte da, nahm mich zumindest erst an, hier unterstützen. Er tat es dann aber final tatsächlich nicht, sondern schoss hier nicht rein, aber aufgrund der Tatsache, dass ich dann jetzt hier gleich schon mal in der Nähe gewesen war, sah ich es dann wiederum als meine Aufgabe an, hier dafür zu sorgen, dass der Kollege hier das Ganze überlebt. Machte also jetzt hier meine ganzen Buffs an und ging dann hier in seine Nähe. Ihr seht jetzt hier, wie sich seine Werte verändern. Plötzlich 183 Nahkampfangriff, das ist dann schon eine ganz, ganz andere Hausnummer. Und dadurch war er alleine jetzt hier schon den Andartes-Schwestern deutlich überlegen. Dennoch wollte ich jetzt hier angreifen, machte Wiki an, sorgte also dafür, dass hier... Ah, da kam doch ein bisschen Beschuss hier noch von dem Bogenschützen. Machte Wiki an, sorgte dafür, dass die Andartes-Schwestern ihre Fähigkeiten, wie zum Beispiel heftiger Schlag und so weiter und so fort, nicht mehr benutzen konnten und routete die beiden Einheiten einfach mal so auf. Was jetzt gleich hier passiert, ist natürlich ein bisschen doppelt unglücklich. Nummer 1, unser Bogenschütze wollte weiter angreifen. Ich sah hier die Übermacht und war der Meinung, das ist eine total blöde Idee und zog mich deswegen zurück, vor allem auch, weil ich das hier gesehen hatte. Und darüber hinaus, das ist kein Replay-Bug, der hatte tatsächlich noch so viele Männer, blieb allerdings hier stehen, keine Ahnung warum, wahrscheinlich fühlte er sich so ein bisschen alleine gelassen. Er schrieb auch, als ich auf halbem Weg war, dass man ihm bitte helfen solle. Wir haben ihm geholfen, aber wie ihr seht, tut er irgendwie trotzdem gerade eben nicht mehr allzu viel. Was ärgerlich ist, aber... vielleicht bewegt er sich später nochmal. Auf jeden Fall, für mich war auf jeden Fall gerade eben jetzt hier sozusagen die Aufgabe, da hier zu unterstützen, auch wenn ich ein paar Mal nochmal kurz mal umgedreht habe. Ich war so ein bisschen hin und her gerissen, was ich jetzt tun sollte. Letzten Endes entschied ich mich aus meiner Sicht jetzt im Nachhinein für das Richtige, denn ihr seht, was jetzt hier alles hier für Druck aufgebaut wird auf unsere Position. Die Gegner rücken jetzt ordentlich vor, währenddessen, ja, der hat tatsächlich jetzt hier disconnected, ein Rage Quit. Obwohl man ihm geholfen hat, ne, der war ja eigentlich noch voll und ganz da, nur die Hunde sind weg gewesen. Ist für mich absolut nicht nachvollziehbar, ein solches Verhalten. Das ist kindisch, sage ich jetzt an der Stelle, deswegen sage ich auch immer, wer quittet, ist eine Quitte.
bitte. Also ganz im Ernst. So, wir rücken jetzt hier vor, gucken uns hier mal die Situation an. Unser Verbündeter hat momentan hier einen Nahkampfangriff von 176 aufgrund der Tatsache, dass er jetzt hier natürlich Vengeance aktiv hat und hat eine Nahkampfverteidigung von 112. Jetzt kommen wir in seine Nähe und, ja nee, da war die 112 schon mit drin. Ärgerlich. Aber jetzt hat er plötzlich hier 216 beziehungsweise 225, je nachdem was er bekommt, und das bedeutet jetzt natürlich hier für diesen Germanicus mit gepanzerten Legionären, dass der jetzt hier natürlich überhaupt gar keine Chance mehr hat. Was auch hier sehr, sehr interessant ist, ist, dass dieser gepanzerte Legionär hier überraschenderweise relativ große Probleme hatte gegen meine normalen Legionäre. Ne? Ihr seht ja hier die Werte, die hier am Start sind. Meine Werte sind ja, ziemlich gut im Gegensatz zu sein, aber er geht es auch hoch, hat jetzt gerade eben erst seine Vergeltung anmachen können, war für ihn allerdings schon zu spät. Warum war es für ihn schon zu spät? Weil auch ich hier mit Viki reingegangen war, also er konnte erst sehr, sehr spät seine Vengeance anmachen und die brauchen natürlich auch erst noch eine gewisse Zeit lang, um sich aufzubauen, und dadurch konnte ich ihn relativ spielend niedermetzeln, weil die Trefferwahrscheinlichkeit meiner normalen Legionäre sehr, sehr hoch gewesen ist, und damit konnten wir ihn hier besiegen. Genauso auch wie diesen Kollegen hier, also der war raus und damit war hier die Verteidigung der eigentlichen Base erstmal schon mal einigermaßen gesichert, weil hier wiederum Leute frei wurden, die sich dann um das hier kümmern konnten. Aber man sollte jetzt nicht meinen, dass wir deswegen hier die Schlacht gewonnen haben. Ihr seht hier die Verteilung. Wir haben zwar einen leichten Vorteil, aber so etwas kann ganz, ganz schnell wieder kippen. Ein einziger kleiner Fehler, wie zum Beispiel, dass jetzt hier unser letzter Bogenschütze rausgeht, kann hier in einer solchen Schlacht die Entscheidung bringen. Und es sind ja schließlich auch noch hier ein paar Tier 8er am Start. Da drüben hier die, nicht die Gungnir-Reiter, da hinten kommen sie, die italienische Adelskavallerie. Da muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Und erst wollte ich mich eigentlich denen hier so entgegenstellen, entschloss mich dann allerdings anders. Ich bewegte hier meine Haupteinheit dahin, um dann hier mit meinen Buffs Veni, aber auch natürlich dann, sobald es wieder geht, mit Viki hier Unterstützung zu leisten, um dafür zu sorgen, dass die Jungs hier nichts machen können. Und mit meinen anderen beiden Einheiten stellte ich mich hierhin, um diese Position hier flankierend zu schützen, denn hier der Propaganda, wie auch immer er sich nennt, rückte, Propaganda 96, rückte jetzt hier quasi auf unsere Flanke vor, hatte ebenfalls Legionäre, hatte interessanterweise auch, ja, ich würde mal sagen, also er ist mir definitiv zahlenmäßig überlegen. Trotzdem werde ich jetzt hier erstmal ein bisschen für Ausgleich sorgen, werfe jetzt hier meine Wurfspeere und ja, gehe jetzt mit ihm hier in den Nahkampf, rück jetzt also hier vor, ihr seht, was ich jetzt hier mache, ich mache jetzt hier alles an, was geht, habe jetzt hier auch den Viki angemacht, damit er hier so spät wie möglich seine Fähigkeit so einsetzen kann, wie zum Beispiel Ächtung, die er interessanterweise gar nicht angemacht hat. Hier greife ich auch, und das ist lustig, dass der jetzt hier ein Disconnect-Zeichen dran hatte. Ich wusste gar nicht, dass das anscheinend ein Disconnector gewesen war. Aber ich kämpfe jetzt, wie ihr seht, hier so ziemlich überall hier mit meinen Buffs am Start. Und habe dadurch jetzt hier natürlich einen sehr, sehr schönen Vorteil gegenüber diesen ganzen Kämpfern. Und unterstütze hier die Position meiner Verbündeten mit meinen Buffs in der gesamten Kampfzone. Und harre hier überraschenderweise aus. Also hier kämpfen jetzt auch noch hier die Adelskavalleristen mit, die natürlich ein echtes Problem darstellen. Währenddessen wir am laufenden Band hier unseren Strike spammen, wann immer wir können. Routen jetzt hier diesen Typen hier, werden jetzt auch hier dem hier wahrscheinlich noch ordentlich Schaden verpassen. Allerdings realisiere ich auch, dass hier meine Position sehr, sehr kritisch wird. Und deswegen muss ich jetzt hier eine Einheit von mir hier abziehen, um hier ebenfalls nochmal unterstützend tätig zu werden. Was meinen Punkt natürlich enorm gut tut und wir dennoch hier die Position halten können. Was mich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht hat, aber wenn man sich jetzt hier mal im direkten Vergleich die Werte anguckt, na hier, das ist eine 8er Adelskavallerie, die hat schon Eid der Beharrlichkeit an, hat trotzdem nur einen Nahkampfangriff von 170, hat eine Nahkampfverteidigung von 165 im besten Falle, aber wir haben halt eine von 177, das heißt, wir haben eine durchaus, ja, ordentliche Trefferwahrscheinlichkeit, die dafür sorgt, dass wir hier auf jeden Fall den Gegner ordentlich beschäftigen können. Und in dem Moment, als dann quasi auch noch hier unsere Verbündeten über die Flanke dem Gegner in den Rücken gefallen sind, konnten wir hier definitiv die Schlacht
für uns entscheiden. Und an der Stelle ist die Sache eigentlich jetzt schon geritzt, ne? Das Ganze kann man jetzt hier auch wunderbar beschleunigen. Da passiert nicht mehr allzu viel, außer dass ich hier wirklich richtig ordentlich viel Offensivpunkte aufgebaut habe mit meinem Julius Caesar. Und für uns war eigentlich jetzt nur noch die Frage, wie machen wir das Ganze jetzt hier noch zu Ende? Entweder wir besiegen alle gegnerischen Einheiten, zum Beispiel da drüben auch noch die Artillerie, die allerdings sich sehr, sehr gut eingebaut hatte, wie ihr seht, ne? Also da ist so viel gar nicht möglich. Die haben das hier richtig gut gemacht, hier mit ihrem kleinen bösen Camp, das sie sich hier im Wald errichtet haben. Also, was machst du in so einer Situation, nachdem alle gegnerischen Einheiten geschlagen sind? Man rückt vor in die die gegnerische Base, macht sie zur eigenen und capt das ganze Ding dann durch. Ich war, wie gesagt, sehr, sehr zufrieden mit der Leistung, mit der Performance von Julius Caesar in einem defensiv unterstützten Gefecht. Das ist so mein Tipp, den ich euch an dieser Stelle geben kann, meine lieben Freunde. Julius Caesar mit Schwertkämpfern funktioniert allerdings nur in einem, nach meiner Erfahrung, defensiven Gefecht, wo man unterstützend tätig ist. Man muss halt wirklich alle seine Fähigkeiten benutzen. Dann hat man auch eine Chance gegen einen Germanicus, weil der eine ganze Weile braucht, bis seine Vengeance sich voll und ganz aufgebaut hat. Ne? Ist ja nicht so, dass man draufklickt und instant ist alles dann quasi am Start. Das ist definitiv nicht der Fall. Man braucht immer so ein bisschen Vorlaufzeit. Und diese Zeit, diese 20 bis 30 Sekunden, je nach Ausbaustufe eures Julius Caesar, kann euch definitiv helfen, hier diese Gegner, auch einen Germanicus, im Zweifelsfall niederzukämpfen. Und ja, damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit, liebe Leute. Eure Fragen und Anmerkungen schreibt ihr wie immer sehr, sehr gerne unten in die Kommentare. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine schöne Zeit. Macht's gut, bis bald, tschüss und ade.